Ja, hallo zu einer nicht so wirklich neuen Folge Let's Play Spider-Man auf der PlayStation 4. Wie ihr es schon an dem Titel erkannt habt, ist das jetzt hier ein kleines Update, weil, ja, was soll man sagen? Es ist was sehr, sehr Dummes passiert und da ärgere ich mich auch, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr drüber, weil ich habe das ganze Let's Play, was ihr ja bis jetzt hier gesehen habt, ja, in den ganzen 16 Stunden sozusagen mit der PlayStation Now Variante hier gespielt. Und ja, die ist ja jetzt seit einiger Zeit nicht mehr vorhanden. Habe mir aber dann natürlich gedacht, ja gut, ist ja nicht so dramatisch, weil ich habe ja die ganzen Speicherstände und so weiter und so fort. Und so wie ich es ja auch schon mal in einer Folge gesagt habe, habe ich ja sowieso die Spiele lieber in fester Form, sprich auf in dem Falle der Blu-ray, dass ich die dann halt immer wieder, wenn ich da mal Lust drauf habe, spielen kann und so weiter und so fort. Und ja, bin dann in dem Falle wie gewohnt ganz normal ins Spiel reingegangen und wollte dann das Spiel laden und sehe, mein Speicherstand ist weg. Hab mir natürlich dann gedacht, ja gut, ist ja nicht so schlimm. Dann fängst du halt in dem Falle nochmal neu an, brichst das Ganze ab und lädst dann halt einfach deinen alten Spielstand, weil die waren ja auch auf meiner Konsole. Als ich das dann machen wollte, alles soweit kein Problem, wurde auch soweit alles geladen, sprich meine Levelpunkte und meine ganzen, ja, freigespielten Sachen, die ich halt im Menü hatte, so wie Angriffe und so weiter und so fort, waren alle da. Nur das Problem war, die Karte, die wir uns ja hier in dem Falle freigespielt haben, war komplett schwarz. Als ob ich keinen einzigen Funkmast, ja, entschlüsselt habe und konnte natürlich dann gar nichts mehr sehen. Gut, habe ich mir dann in dem Falle gedacht, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Und ja, habe dann halt mir gedacht, vielleicht behindert ja dieser eine Spielstand irgendwie und habe den dann nochmal gelöscht und dann versucht das Ganze nochmal von vorne neu einzulesen. Das Problem war dann aber schlussendlich, es waren dann alle Spielstände weg und somit habe ich dann jetzt leider, wie soll es man sagen, 16 Stunden umsonst gespielt und möchte aber natürlich dieses Let's Play hier mit euch gerne weitermachen, aber werde das dann so gestalten, dass ich diese Sachen, die ich jetzt in diesen ganzen Livestreams hier gemacht habe, im Off nochmal bestmöglichst versuche nachzuspielen, um ja dann genau da weiterzumachen, wo die letzte Folge aufgehört hat. Ja, und das wollte ich dann natürlich euch hier in dem Falle einfach nochmal sagen, weil nicht, dass ihr nachher denkt, ich spiele das jetzt nicht mehr weiter. Es verlagert sich dann halt ein bisschen nach hinten. Aber der Vorteil ist dann natürlich, dadurch, dass ich mir dann jetzt das Spiel gekauft habe, in dem Falle die Games of the Year Edition, habe ich natürlich dann auch die ganzen DLCs mit dabei, sprich diese ganzen Bonusmissionen und so weiter und so fort, die ihr ja auch schon mal gesehen habt, die man auch noch spielen kann, sollen mit hier in dieser Version drin sein, oder besser gesagt sind hier in dieser Version mit drin, und werde ich dann natürlich auch noch in dieses Let's Play mit einfließen lassen. Aber gut, was soll man machen? Man kann nichts machen, als nochmal leider von vorne zu beginnen. Möchte natürlich aber dieses Video trotz alledem dafür nutzen, euch, ja, so ein paar News, in dem Falle sind es nicht mehr wirklich direkt, weil der ein oder andere hat es bestimmt schon gesehen, wird ein, ja, nicht direkt zweiter Teil, sondern mehr ein Spin-off erscheinen, wo ich euch dann jetzt mal, ja, einen Trailer zuzeige und mich dann natürlich gleich wieder zurückmelde. Also, bis gleich.
hero is just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this. Ja, und das war der Trailer zum neuen Spiel Marvel Spider-Man Miles Morales, was ja hier in dem Trailer dann für Weihnachten 2020 angeteasert wurde und ja, schon sehr, sehr geil. Also ich muss ehrlich sagen, dieser Trailer, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, in dem Falle war es bei der PlayStation 5 Vorstellung. Ich war einfach nur megamäßig gehypt. Und alleine auch schon diese Worte, die Peter, gehe ich mal hiervon aus, am Anfang zu Miles gesagt hat. In dem Falle war es halt, ein Held ist nur jemand, der nicht aufgibt. Dein Vater hat das gesagt. Er hatte recht. Jetzt bist du dran. Sei ein Held. Und Miles dann in dem Falle dieses noch bestätigt, ist einfach nur, boah. Also ich freue mich megamäßig auf diesen ja, Ableger sozusagen. Und wie wir ja auch schon am Ende gesehen haben, Be Yourself, also sei du selbst, bin ich mal echt gespannt, wie sich das ganze Thema hier in dem Falle ja, von der Story her weiterentwickelt. Ob da natürlich in dem Falle, gut, ich kann natürlich jetzt da schlecht was zu sagen, weil ich von der Story her noch nicht so weit bin. Aber ja, bin mal gespannt, wie sich das dann natürlich weiterentwickelt, dieses ganze Spiel. Ob es dann ja eine eigenständige Reihe wird oder ob es dann halt irgendwie sowas Paralleles wird. Lassen wir uns mal einfach in dem Falle überraschen. Und ja, würde dann auch in dem Falle dann schon mit diesem Video hier dann aufhören und beende dann dieses Video, damit ihr wenigstens trotzdem noch ein bisschen das Spider-Man-Feeling bekommt. Euch noch hier einen weiteren Trailer zu diesem Spiel zeigen und sage dann in dem Falle einfach mal von meiner Seite aus, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke natürlich auch noch drückt, dem Ganzen hier noch ein Like gibt. Und verabschiede mich wie in gewohnter Manier, eure freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, und würde dann sagen, das Thema geht dann hier weiter, wenn ich dann alles dann in dem Falle nachgeholt habe. Also, tschüss, bis demnächst. People see me and think they're safer. But it's not really me they're seeing. Probably for the best. Knowing everything hinges on a guy from Queens sounds as scary as it feels. No pressure, right?
Spider-Man. Look, next time, leave the fighting to the pros. Okay, but what if there aren't any around? Good one. For a special occasion. I'm the one who kept order in this city. Apparently the show's not over. Is there anyone left in New York who doesn't want me dead? A thin line between living and dying. I'm on the edge and I might just die. Next time you get in my way, I will not be so gentle. Girl problems again. Gotcha! Shut up! Hands up! Rush. I said, this ain't legendary. Yeah!